Hallo liebe Leute, hallo liebe Frykinesi und willkommen zum ersten Hashtag FragMikeAlles-Video hier jetzt in 2018, Mensch. Es geht so schnell Zeit hier rum, es geht so schnell rum die Zeit, wollte ich sagen. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt so lange nicht dazugekommen bin. Es kamen jetzt auch in letzter Zeit weniger Videos und ich habe irgendwie bei mir schon so gemerkt, ich kann nicht mehr, in letzter Zeit konnte ich nicht einfach so hingeschissene Videos raushauen. Ich habe mir wirklich mehr Arbeit gemacht bei den Videos und ich dachte mir irgendwie so, ich kann jetzt nicht ein Video aufnehmen, was ich kaum bearbeite und dann hochlade. Weiß nicht, ich hatte so einen gewissen Anspruch. Aber gut, es ist hier FragMikeAlles und hier müssten eigentlich Fragen beantwortet werden. Deswegen legen wir jetzt gleich mal los mit der ersten Frage von bjob21. Der startet mit Hashtag FragMikeAlles. Erstens, magst du Mods? Also seit TubePack, was ich ja, keine Ahnung, 2013 gemacht habe oder was, wo ich auch nicht so wirklich Spaß hatte, also es war so ein Modpack. Davor hatte ich Terror Firmacraft ausprobiert, aber da kamen auch nicht viele Folgen. Also irgendwie, ich bin nicht so der Mod-Mensch. Und ich spiele halt nie mit Mods eigentlich. Damals, als ich halt mit denen gespielt habe, so TubePack und so, das war am Anfang vielleicht ein bisschen spaßig, aber ich weiß nicht, ich muss mich da so reindenken und ich musste bei TubePack musste ich so viel im Wiki gucken, weil ich die Rezepte und alles nicht wusste und das hat mich so genervt und hauptsächlich deswegen habe ich dann wieder aufgehört mit den Mods. Ich bin eher so ein Vanilla-Mensch und die zweite Frage, spielst du mit Mods? Nein, außer mit Optifine und sowas. Also ich bin kein Typ von komplizierten Mods. Wenn es jetzt bloß was ist, was die Performance hochschraubt oder ne, Shader, aber du schreibst hier schon, Shader und Replay Mods sind davon ausgeschlossen. Nee, also ich benutze wirklich nur Optifine eigentlich. Und was ist deine Lieblingsmod? Ja, Optifine. Alter, man hört wahrscheinlich die ganze Zeit so, dass ich einen trockenen Mund habe, aber vielleicht sollte ich einfach was trinken. Ja gut, das mache ich dann nach dem Video. Dann lohnt sich's, ne? Okay, VDT Sari, schreib mir Hashtag, frag mich alles. Machst du bald wöchentlich einen Stream oder öfter? Schau dich jetzt schon 2 Jahre aktiv, bist echt ein guter YouTuber, mach weiter. Dankeschön dafür. Also, ich habe ja mal gesagt, weiß nicht, ob das dieses Jahr war oder letztes Jahr schon, oder noch letztes Jahr, dass ich jetzt wieder öfter oder aktiver Streams machen werde, weil da war ich auch, also da gab es so eine Zeit, da war ich wirklich aktiv mit den Livestreams, habe ich wieder aufgehört. Ich habe zurzeit wirklich so eine Wechselphase, ich weiß nicht, ich bin jetzt 20 Jahre alt, mache jetzt schon über 6 Jahre YouTube. Ich weiß nicht wirklich, wie es weitergeht mit YouTube, muss ich sagen. Ich bin zurzeit so am Überlegen, wie ich weitermache. Aber bezüglich den Streams, ja, ich habe immer noch vor, öfter zu streamen, aber es kommt halt irgendwie immer irgendwas dazwischen und da habe ich wieder keine Lust. Ja, aber ich versuche es zumindest. The Cube Ninja fragt Banane. Okay. Der Nils fragt, was ist mit Apfel? Banane esse ich eigentlich wirklich täglich in der Arbeit. Ja, also ich bin eher einer, der mal schnell eine Banane reinjagt. Einen Apfel esse ich wirklich selten, obwohl es heißt ja immer so schön, an apple a day keeps the doctor away. Ne, aber weiß nicht, ein Apfel ist immer aufwendiger zu essen wie eine Banane, sage ich immer. Oder denke ich mir immer. Gurkensalat fragt und ich glaube, ich kann jetzt mal bei den Kommentaren einfach das Hashtag FragMikeAlles weglassen. Ich glaube, ihr wisst, dass ihr das dazu schreiben sollt. Und ich glaube, wenn wir das jetzt bei jedem Kommentar weglassen, dann ist das Video gleich 30 Sekunden kürzer. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe einen qualifizierenden Hauptschulabschluss, also einen Quali halt, ne? Sens fragt, hey Mike, alles oder nichts? Daniel stellt mir einen ganzen Berg voll Fragen, Mensch. Erstens, wie groß bist du? Mensch, das ist so eine richtige Datenanfrage. Hier wird man nur doch Löcher mit dem Fragen, ne Spaß. Ich habe gesagt, ihr dürft alles fragen, was ihr wollt. Und ich filter das halt raus, was ich nicht beantworten möchte. Das ist ja kein Problem. Auf jeden Fall, wie groß bist du? Das ist ja nichts allzu Persönliches. Ne? Also ich bin 1,81. Haarfarbe ist eher so dunkelblond, würde ich mal sagen. Ich habe mir da noch nie wirklich Gedanken gemacht, was ich eigentlich für eine richtige Farbe habe. Aber ich glaube, dunkelblond. Eher so. Braun ist nicht wirklich, blond ist auch nicht so wirklich, dunkelblond, würde ich sagen. Hast du in der Familie noch Leute aus anderen Ländern? Nö. Alle Deutsch. Wie viel Geld hast du schon mal für ein Spiel ausgegeben? Wenn du jetzt meinst, wie viel ein Spiel gekostet hat, also wie was das teuerste Spiel war, was ich gekauft habe, dann war es wahrscheinlich so 80 Euro. Wenn du meinst, für welches Spiel ich bis jetzt am meisten ausgegeben habe, ja, wenn du meinst, falls du meinen solltest, wenn du meinst, für welches Spiel ich bisher am meisten ausgegeben habe, dann war das wahrscheinlich, und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich habe eigentlich für fast noch gar kein Spiel Geld ausgegeben.
Nö. Pff, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal sagen Rocket League. So spontan. Weil ich kann mich davon nicht so wirklich daran erinnern, für ein Spiel Geld ausgegeben zu haben. Wahrscheinlich Rocket League, ja. Obwohl ich für Rocket League auch nicht mal 100 Euro reingesteckt habe. Nicht mal 50, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau, aber. Nee. Also viel habe ich noch nicht für Ingame-Sachen ausgegeben. Kannst du mal dein Rocket League-Inventar zeigen? Ja, klar, das kann ich mal machen. Können wir mal mit Tom aufnehmen? Ja klar, wir können da mal ein 3 vs 3 aufnehmen, aber der Tom wird jetzt nicht im Discord oder so mit uns reden. Also Nils, Tom und ich, wir werden nicht zu dritt im Video reden, weil der Tom eher nicht im Video reden möchte. Kannst du deine Videos länger machen, 10 bis 20 Minuten? Das Problem ist, dass der Großteil der Zuschauer so nach 3 Minuten schon wieder ausschaltet. Deswegen ist es eigentlich völlig egal, was ich jetzt erzähle, weil wir schon wieder. Ach, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt sind, weil ich das Video wieder cutte, aber wir werden schon wieder über 7 Minuten sein. Und ich würde mal sagen, 80% haben schon abgeschaltet. Deswegen ist es eigentlich für die Katz, was ich jetzt. Deswegen muss das Video eigentlich möglichst schnell beendet werden. Und deswegen versuche ich auch jetzt immer, oder halt kürzere Videos zu machen, aber ja. Gelingt halt auch immer bloß mäßig. Hast du dir schon mal was gebrochen? Nein, habe ich nicht. Bis jetzt habe ich mir bloß ein paar Wunden zugezogen und ne, mal meine Sehne durchgeschnitten. Aber ansonsten gebrochen, Knochen habe ich noch nicht gebrochen, ne. Habe ich schon fleißig genug Milch getrunken. Welche Schule besuchst du oder hast du besucht? Ich habe eine Hauptschule besucht. Und was ist 2 plus 2 mal 2? 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3 quick maths. 2 plus 2 mal 2, da bist du jetzt aber. Puh, da bist du ja glatt zum Lehrer wieder hier. 2 mal 2, na klar, das ist natürlich dann. Es sollte 6 rauskommen, aber ich bin mir dann nicht ganz sicher. Lass mal lieber eine Antwort da, ob es stimmt oder nicht. Ja, Leute, das war's wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like und ja, wie es hier weitergeht, mal gucken. Jetzt habe ich den Kanal Frag Mike für ein Jahr übernommen. Und mal gucken. Ich mache mir jetzt mal mehr Gedanken, wie es weitergeht. Ja, gut. Aktiviert gerne die Glocke, wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn ihr mehr von meinen Sachen sehen wollt. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.